Ja, ich habe mal von Konsolenkost eine E-Mail gekriegt. Und zwar geht es hier um so eine Wundertüte. Und die kostet 10 € und da sollen 20 Artikel drin sein. Und 3 Spiele garantiert. Und ich habe gedacht, okay, da wird bestimmt sehr viel Ramsch drin sein, aber gut. 10 € kann man mal machen. Und hab mir gleich 3 Stück bestellt. Das war das Maximum, was man machen konnte. Normalerweise bin ich nicht so ein Freund von Konsolenkost, aber mein Gott, ich bestell da sehr, sehr selten. Und habe ich mir gedacht, kann ich auch ein kleines Video dazu machen. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Video, mit der kleinen Wundertüte, sage ich mal. Ihr werdet gleich sehen, dass sie nicht so klein war. Aber gut, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß damit. Ihr habt es gesehen vorhin, die Bestellung war abgeschickt, ist auch heute angekommen. Ich muss dazu sagen, ich habe es nicht so groß erwartet. Schaut euch mal diesen Koloss an hier. Ja, ich habe auch noch keine Ahnung, was drin ist. Ich habe es aber vorher schon mal aufgemacht, damit ich das dann jetzt hier nicht machen muss. Das dauert sonst zu lange. Schauen wir doch mal einfach rein, was wir da so alles Schönes haben. Die Rechnung. Wundertüte. Dreimal. Mehr durfte man auch nicht bestellen. Drei war das Maximum. Schauen wir mal, ob da wirklich irgendwas dabei ist, was man gebrauchen kann. Oder ob die da gesagt haben, hier, wir machen mal so eine Art Wundertüte und packen da den ganzen Scheiß rein, den keine Sau mehr haben will. Und lassen uns mal überraschen, schauen wir mal rein. Naja, noch Gutschein und so ein Quatsch. Also. Ein Guitar Hero Faceplate für die PlayStation 3 und Xbox 360. Ich habe keinen Guitar Hero und von dem her ist das schon mal für mich persönlich Mist. Dem einen oder anderen gefällt es vielleicht. Ich stapel das mal hier so auf zwischen cool und Mist. Punkt 1 geht an Mist. Crazy Taxi für die PlayStation 2 hat mal 10 € gekostet wohl. Jetzt im Paket für 50 Cent. Crazy Taxi ist ein geiles Spiel, macht unheimlich viel Spaß. Habe ich noch nicht für die PlayStation 2. Von dem her geht das auf die Cool-Seite. Ein Spiel für den Game Boy Color. NSYNC Get to the Show. Verschweißt. Ich gebe jedem 5 €, der mir das abnimmt. Was haben wir hier? Ein Game Boy Advanced. Autoladekabel. Coole Sache. Habe ich nämlich noch nicht. Kommt an die Cool-Seite. Was haben wir hier noch? Eine Tasche. Eine Tasche für was? Wisst ihr, wozu das gut ist? Kann man da irgendwas reintun? Das was mit Videospielen zu tun? Da kann man bestimmt ein Gameboy reintun und ein Advance oder sowas. Nicht schlecht. Kommt auf die Cool-Seite. Oh. Was haben wir denn hier? Primas Official Strategy Guide für Buffy. Für Buffy.
Ich meine, okay, ist wie neu und Lösungsbücher sind immer nett. Schön viele Bilder. Aber Buffy, ach komm, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Kommt mit auf die Cool-Seite. Ja, geil, das ist doch mal was richtig Geiles. Für die Dreamcast ein Graphic Kit. Coole Sache. Ja, das ist doch geil. Das kommt vielleicht mal sogar zum Einsatz. Coole Sache. So, Virtua Fighter 3, original verschweißt. Habe ich schon, original verschweißt. Ist aber eine geile Sache, denn das kann mal vielleicht wieder zu einer Verlosung führen oder so. Kommt auf die Cool-Seite. Was gibt's hier noch? Für den Master System, World Grand Prix. Warum wundert mich das nicht, dass das immer so diese üblichen Verdächtigen sind, die in diese Wundertüten drin sind? Aber es ist zumindest komplett. Es ist ein Master System-Spiel, habe ich zwar schon, aber kommt trotzdem auf die Cool-Seite. Was ist das? Ein Atari Lynx Spiel. Geil. Kung Fu habe ich noch nicht. Und es ist noch original verpackt. 50 Cent hat mich das gekostet. Coole Sache. Was haben wir hier noch? Metropolis Street Racer. Lediglich das Spiel. Habe ich aber auch schon. Ich tue es mal auf die Negativseite, weil es doch wirklich ein sehr weit verbreitetes Spiel ist. Gut, ich erwarte hier natürlich keine Perlen drin, das ist ja klar. Aber ich habe es schon und wenn es mit Originalverpackung wäre, wäre es cool. Ansonsten muss man nicht. Ein Buddy Boy. Was ist ein Buddy Boy? Schutzhülle für tragbare Game Boy Color. Die perfekte Art, besseren Griff und Resultate zu bekommen. Bietet Schutz vor Beschadigungen und Kratzer. Knöpfe und Spielkassette sind perfekt bedienbar. Habe ich nicht? Cool. 50 Cent. Was ist das? Ein Game Gear Spiel. Die Schlümpfe. Geil. Habe ich auch noch nicht. Und es ist in Originalverpackung. Und die Originalverpackung sieht sehr gut aus. Mit Schutzhülle. Geile Sache. Also bisher muss ich sagen, das erste Paket ist noch nicht zu Ende. Und es sind echt gute Sachen bei. Coole Sache. Was ist das? Ein Game Clip. Für den Game Boy Color. Ich habe hier so viele Game Boy Color Sachen. Dabei habe ich noch keinen Game Boy Color. Aber hier. Cool Look. Ich schnall mir das jetzt auch so an meinen Gürtel und laufe dann mit meinem Game Boy Color dann so rum. Schnickschnack. Aber ich habe es noch nicht. Von dem her cooler Schnickschnack. Was haben wir hier noch? Für die Dreamcast. Eine Memory Card für die Dreamcast. Kann man immer gebrauchen. Gute Sache. Was haben wir hier? Ready to Rumble Boxing für die PlayStation. Original verschweißt. Ist ein cooles Spiel. Macht sehr viel Spaß. Ja, die Hülle hat hier leider einen Riss drin. Aber coole Sache. Trotz allem. Medal of Honor Rising Sun für die Xbox. Habe ich auch noch nicht. Coole Sache. Ja, der Soccer Kit. Den habe ich schon. Vielleicht auch mal so eine Sache für eine Verlosung. Packe ich mal auf die Negativseite, weil die verhungert hier. DVD Video. See it, hear it, feel it. More than 13 great video clips, including Braveheart, Chicken Run und so weiter und so fort. Ist das so eine Musik-DVD oder was? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Von wann ist denn das? Steht hier nicht. Ja, gut. Ich weiß nicht, was es ist. Sagen wir mal, ist cool.
Dream Key 3.0, das ist total unnütz. Kann man nicht mehr wirklich was anfangen mit. Aber für die Sammlung eigentlich ganz in Ordnung, aber hätte man auch nicht gebrauchen können. Kann mir einer sagen, was das ist? Was ist das? Negativ. Gummibären sind immer gut. Ein PlayStation Antennenkabel. Wozu braucht man für die PlayStation ein Antennenkabel? Funktioniert doch auch per Skat. Naja. Was ist das? Auch irgendeine Art Kabel. Steht nichts bei. Kann ich nichts mit anfangen. Weg. So. Das war Paket 1 ist alle. Wir haben das hier wohl irgendwie so zusammengeklebt. Kommen wir mal zu Paket Nummer 2 hier. So. Also bisher bin ich echt positiv überrascht. Ich hoffe jetzt nicht nur, dass bei allen dasselbe drin ist. Das wäre nämlich Mist. Ich ahne Übles. Aber wir gucken mal. Immerhin ein anderes Bild vom Graphic Kit für die Dreamcast. Und das sieht sogar noch geiler aus als das, was vorhin war. Pluspunkt. Was haben wir hier? Ein Patchkabel. Wozu brauche ich ein ExplorerNet? Wozu brauche ich das? Nee, das kann in die Negativseite. Was ist das hier? Skills Extreme Stand für die PlayStation 2. Ich meine, der kann auch so stehen, aber okay. Habe ich noch nicht. In Ordnung. Kann man vielleicht mal gebrauchen. Was ist das hier? Ein Multidirectional Joystick für den Game Boy Advance vom Big Ben. Habe ich auch noch nicht. Kann man vielleicht auch mal gebrauchen. Noch ein Links-Spiel. Ultimate Chess Challenge. Meine Lynx-Sammlung wird auch immer größer dadurch. Coole Sache. Habe ich auch noch nicht. Und der Dream Key 3.0 wieder mal. Total unnütz. Habe ich jetzt zweimal. Und noch eine Memory Card für die Dreamcast. Kann man immer mal gebrauchen. Zweimal jetzt. Ja. Und wieder dieses komische DVD-Video, bla bla. Ich habe es jetzt einmal auf der Habenseite, jetzt habe ich es nochmal, brauche ich glaube ich nicht zweimal. Der Soccer Kit, der ist wohl ein Ladenhüter gewesen bei Konsolenkost. Der ist wieder mit dabei, kommt wieder auf die Negativseite, denn jetzt habe ich ihn dreimal. Und Virtua Fighter 3, original, aber woher haben Sie diese Spiele alle original verschweißt? Werden die noch produziert? Eigentlich nicht. Aber gut, ich habe es jetzt auf der Habenseite, jetzt kommt es auf die Negativseite, weil das wird mir zu viel. Was haben wir hier noch so Schönes? Eine Tasche für eine Schutztasche, ist das für den... Das müsste für den Advanced sein, oder? Ja, keine schlechte Sache. Als Schutz, ja, ist zwar kitschig, aber gut. Hat man noch nicht. Und wieder ein PlayStation-Antennenkabel. Braucht die Welt nicht. GameStar.
noch eine Tasche. Für was könnte das sein? Da steht nur GameStar drauf. Ich bin die GameStar. Aber habe ich noch nicht gehabt. Gute Sache. PlayStation kompatibel. Guncon AV Multi-Out Kabel. Ach, das wird hier für die Pistole sein. Werde ich vermutlich haben. Hat vielleicht auch nichts mit der Pistole zu tun, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man vielleicht irgendwann mal gebrauchen, ne? Für den PC, True Crime. Ja. Ja, habe ich noch nicht. Cool. Was haben wir hier? Was ist das denn hier? Oha! Ein TV-Tuner, der TV-Tuner für den Game Boy Advance in Originalverpackung. Die glänzt so schön. Ich glaube nicht, dass ich damit überhaupt noch was empfangen könnte, aber es zu besitzen ist bestimmt toll. Wegen der Form schön verpacken kommt es in die Plusseite. One set keyboard controllers for use with video computer systems game programs. Atari CX50 sind das. Controller oder was? Keyboard controller. Ja, coole Sache. Kann man nicht genug von haben. Glaube ich. Nee, Spaß beiseite. Ich habe keine Ahnung, für welches Atari das sein soll. Ich denke mal, das funktioniert für alle. Schön. Was zum Henker ist das denn? Telecontrol Racing Car. Neu und original verpackt. Zum Hallo? Keine Ahnung, was das sein soll. Vielleicht gefällt es meinem Sohn ja. Ich tue es mal auf die Plusseite. Und wieder so ein Bodyboy. Kann man vielleicht nicht genug von haben. Planet Bloopy. Von Epsitech. Ja, cool. Für was ist das? Für den Windows 95 PC CD-ROM. Es sieht sogar noch original verpackt hier aus, das wurde wahrscheinlich noch nie aufgemacht, aber das gibt mir doch dann zu denken. Ich werde mal reinschauen. Es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Schauen wir mal. Was haben wir hier noch? Ein Mikrofon. Für die PS2 nehme ich mal stark an. Nein, nicht für die PS2. Das ist ein stinknormales Mikrofon. Vielleicht wird meine Soundqualität dadurch ja mal besser. Kommt auf jeden Fall auf die Plusseite. Also in der Beschreibung steht PlayStation 2 Mikrofon mit Klinkenstecker, auch für PS3 gebraucht. Macht nichts. Und Gummibärchen, immer gut. So, das war Paket Nummer 2.
jetzt kommt das letzte. Gucken wir, was wir hier so alles haben. Game Boy Advanced Autoladekabel hatten wir schon mal, kommt auf die miese Seite. Für die PlayStation 2 Splinter Cell. Habe ich auch noch nicht, coole Sache. Und wieder ein Graphic Kit für die Dreamcast. Zum Glück wieder ein anderes, coole Sache. Action Fighter für das Master System. Hat mal 30 Mark oder 30 Euro wollten sie mal dafür haben. Immerhin komplett. Habe ich schon, macht aber nichts. Schade, dass da so wenig Sega-Zeug drin ist. Für den Game Boy Color ein Game Light Vampire. Lights up Game Screen. Guckt euch das mal an. Die kommen auf Ideen. Und so sieht das Ganze in Aktion aus hier. Wird dann wohl angesteckt. Und dann kriegt man da von der Fresse von dem Viech da irgendwie oder unterm Kinn so Licht drauf. Coole Sache. Cool, cool. Weniger cool ist das hier. Splinter Cell für die Xbox, hatten wir das nicht vorhin? Das ist ja mies, ey. In einem Paket, beide. Aha. Das eine ist die deutsche Version. Und das ist die... Ist auch PAL. Ist beides PAL. Vielleicht die englische und die deutsche. Cool! Habe ich jetzt die englische und die deutsche. Memory Card für die Dreamcast. Kann man immer gebrauchen. Haben sich die Leute wahrscheinlich auch gedacht. Für den Game Gear, die Schlümpfe, hatten wir vorhin auch schon. Aber vielleicht verkaufe ich das weiter oder tausche ich ein. Ist original verpackt. Sehr guter Zustand. Sehr gut. Was haben wir hier noch? Disney Think Fast, The Family Quiz Game. Ach, ist auch noch verpackt, original. Schön. Macht bestimmt Spaß. Das ist ja der Wahnsinn hier jetzt. Bei der nächsten Verlosung verlose ich das hier. Nee, Quatsch. 10 Euro, der mir das abnimmt. Und wieder ein Buddy Boy. Ich denke mal, kann man nicht genug von haben. Haben sich die Leute von Konsolenkost wahrscheinlich auch gedacht. Aber ich find's gut. Und wieder so ein Game Clip. Eins reicht. Und wieder ein Soccer Kit. Jetzt habe ich 4. Weg. Und wieder ein Kabel, wo keine Sau weiß, wozu die dient. Wisst ihr es, wozu diese Anschlüsse dient? Sagt es mir. Ich weiß es nicht. Und wieder ein Antennenkabel für die Playser. Also jetzt wird es aber... Und wieder diese komische Tasche. Kung Fu für den Lynx. Hatten wir vorhin schon, macht aber nichts, das ist wenigstens noch ein Spiel. Und wieder Virtua Fighter 3, original verpackt, habe ich jetzt glaube ich 4-mal. Metropolis Street Racer, hatten wir auch schon mal. Ready to Rumble Boxing, geil, diesmal ohne einen Riss, sehr gut, kommt in die Sammlung. Prima's Official Strategy Guide für The Lord of the Rings. Cool. Lösungsbücher immer gut.
Dann haben wir hier noch so wieder dieses komische DVD-Teil. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das war's. Ach nee. Wird sich mein Sohnemann freuen. Das war's soweit. Auch der ist blank. Also ich muss sagen, ganz okay. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe es wirklich schlimmer erwartet. Ich habe gedacht, die packen da, weil die Beschreibung hieß 20 Artikel und drei davon mindestens sind Videospiele. Mir war von vornherein klar, dass die da ihr Lager mit dem ganzen Schund, den sie nicht verkaufen konnten, mit diesen Wundertüten füllen werden. Aber ich habe es trotzdem bestellt. Und um euch den Vergleich mal zu zeigen, das ist die Cool-Seite, das ist die nicht so Cool-Seite. Cool, nicht cool. Die Cool-Seite überragt auf jeden Fall, das ist gut. Und falls ihr noch die Möglichkeit habt zu bestellen, macht es. Jetzt wisst ihr ungefähr, was so drin sein könnte. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß beim Zocken.